Ray Bradbury, Die Mars-Chroniken. April 2005. Asha 2. Ich war den ganzen Tag geritten. Einen trüben, grauen und lautlosen Herbsttag lang. Durch eine eigentümlich öde und traurige Gegend, auf die erdrückend schwer die Wolken herabhingen. Da endlich, als die Schatten des Abends herniedersanken, fand ich mich in Sichtweite des Hauses Usher. Mr. William Stendhal unterbrach sein Zitat. Dort vor ihm auf einem niedrigen, schwarzen Hügel stand das Haus, und sein Grundstein trug die Inschrift 2005 nach Christus. Mr. Bigelow, der Architekt, sagte, »Es ist fertig. Hier ist der Schlüssel, Mr. Stendhal.« Wortlos standen die beiden Männer im stillen Herbstnachmittag. Bauzeichnungen raschelten im rabenschwarzen Gras zu ihren Füßen. »Das Haus Usher«, sagte Mr. Stendhal genüsslich. »Geplant, gebaut, gekauft, bezahlt.« Da wäre Mr. Poe bestimmt entzückt gewesen. Mr. Bigelow kniff die Augen zusammen. »Ist alles nach Wunsch, Sir?« »Ja.« »Stimmen die Farben? Sind sie trostlos und schaurig?« »Sehr trostlos und sehr schaurig.« »Die Wände sind fahl?« »Ja, in erstaunlichem Maße.« »Der Teich, ist er schwarz und sumpfig genug?« »Überaus schwarz und sumpfig.« »Und die Binsen, wir haben sie gefärbt, müssen Sie wissen. Sind sie richtig grau und schwarz?« »Scheußlich.« Mr. Bigelow betrachtete seine Baupläne und las vor. »Erzeugt das ganze Gebäude ein frostiges Erstarren, ein Erliegen aller Lebenskraft, eine hilflose Traurigkeit der Gedanken? Das Haus, der Teich, das Land, Mr. Stendhal?« »Mr. Bigelow, der Bau ist jeden Pfennig wert. Mein Gott! Es ist alles wunderschön.« »Vielen Dank. Ich musste immerhin ohne Vorkenntnisse arbeiten. Gott sei Dank hatten Sie Ihre eigenen Raketen zur Verfügung, sonst hätten wir die meisten Sachen nicht durchbekommen. Wie Sie bemerken, herrscht ein ständiges Zwielicht. Das Land, in dem stets Oktober ist. Öde, steril, tot. Hat uns ganz schön Arbeit gemacht. Wir mussten alles abtöten. 10.000 Tonnen DDT. Keine Schlange, kein Frosch, keine marsianische Fliege ist mehr am Leben. Immer nur Zwielicht, Mr. Stendhal, darauf bin ich besonders stolz. Es gibt versteckte Maschinen, die löschen die Sonne aus. Es wird immer angemessen, öd und traurig sein.« Stendhal genoss sie in vollen Zügen. Die traurige Ödnis, das Erdrückende, die übelriechenden Dämpfe, die Atmosphäre, es war alles so stimmig abgewogen. Und das Haus erst, ein einziger, moderiger Schrecken. Dazu der entsetzliche Teich, die wuchenden Pilze, der fortgeschrittene Zerfall. Plastik oder nicht, wer ahnte schon die Wahrheit? Er sah zum herbstlichen Himmel auf. Irgendwo da oben, weit entfernt, war die Sonne. Irgendwo war es April auf dem Planeten Mars. Ein heller Monat mit blauem Himmel. Irgendwo über ihm brannten die Raketen herab
um einen wunderbaren toten Planeten zu zivilisieren. Ihr kreischender Lärm drang nur gedämpft in diese trübe, abgeschirmte Welt, in diesen alten, alten Herbst. »Nachdem meine Arbeit nun getan ist«, sagte Mr. Bigelow unsicher, »möchte ich mir gern die Frage erlauben, was Sie mit all dem anfangen wollen.« »Mit Usher? Haben Sie es noch nicht erraten?« »Nein.« »Bedeutet Ihnen der Name Usher überhaupt nichts?« »Nein.« »Wie steht es dann mit diesem Namen?« »Edgar Allan Poe.« Mr. Bigelow schüttelte den Kopf. »Natürlich.« Mit einer Mischung aus Bestürzung und Verachtung schnaubte Mr. Stendhal. »Wie könnte ich erwarten, dass Sie den gesegneten Mr. Poe kennen? Er ist schon vor langer Zeit gestorben, noch vor Lincoln. Seine sämtlichen Bücher wurden im großen Feuer verbrannt. Das war vor 30 Jahren, 1975. »Aha«, sagte Mr. Bigelow wissend, »einer von denen.« »Ja, einer von denen, Bigelow. Er und Lovecraft und Hawthorne und Ambrose Bierce und all die Schreckens- und Fantasiegeschichten und im gleichen Aufwasch auch alle Zukunftserzählungen wurden verbrannt. Erbarmungslos. Ein neues Gesetz. Dabei fing alles so harmlos an. In den 50er und 60er Jahren waren es nur Staubkörner. Man begann Comicstrips zu kontrollieren und dann Kriminalromane und natürlich Filme. Zensur auf diese oder jene Weise, durch diese oder jene Gruppe, Zensur nach politischer Ausrichtung, religiösen Vorurteilen, nach Wünschen der Gewerkschaften. Es gab immer eine Minderheit, die sich vor irgendetwas fürchtete, und eine große Mehrheit, die Angst hatte vor dem Dunklen, vor der Zukunft, vor der Vergangenheit, die auch Angst hatte vor der Gegenwart, vor sich selbst und vor ihrem eigenen Schatten. Ich verstehe. Man hatte Angst vor dem Wort Politik, das mit der Zeit in gewissen mehr reaktionären Kreisen, wie ich höre, gleichbedeutend mit Kommunismus wurde, und es war lebensgefährlich, das Wort in den Mund zu nehmen. Und es wurde hier eine Schraube angezogen und da eine Schraube angezogen. Es wurde gestoßen und gezerrt, und Kunst und Literatur waren bald nur noch ein großer Karamellstrang, der zerfilzt, zu Zöpfen zerrissen, zu Knoten verschlungen und in alle Richtungen zerstreut wurde, bis er keine Spannkraft und keinen Geschmack mehr hatte. Dann standen die Filmkameras still und die Theater wurden dunkel und die Druckereien stießen keinen Niagara-Fall an Lesestoff mehr aus, sondern nur noch ein paar harmlose Tropfen reinen Materials. Oh, das Wort Zerstreuung galt als radikal, kann ich Ihnen sagen. Wirklich? Allerdings. Jeder Mensch, so hieß es, muss der Wirklichkeit ins Auge sehen, muss das Hier und Jetzt bewältigen. Und was dieser Maxime nicht entsprach, musste verschwinden. All die herrlichen literarischen Lügen und Fantasieflüge mussten abgeschossen werden. Sie stellten sich vor 30 Jahren, 1975, eines Sonntagmorgens an eine Bibliothekswand. Den Nikolaus und den kopflosen Reiter und Schneewittchen und Rumpelstilzchen und Frau Holle. Oh, war das ein Wehklagen. Und sie wurden alle erschossen und die papiernen Schlösser wurden verbrannt, ebenso wie die verzauberten Frösche und alten Könige und die Leute, die glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende lebten. Denn natürlich war es eine Tatsache, dass niemand
glücklich und zufrieden bis an sein Lebensende lebte, und es war einmal wurde zu einem es war nie mehr. Und die Asche der gespenstischen Rikscha wurde zusammen mit den Trümmern des Landes Oz verstreut. Die gute Hexe Glinda und Ozma wurden zu Filets verarbeitet. Polychrom zerrte man in einem Spektroskop auseinander und Jack Kürbiskopf wurde beim Biologenball mit Baiser serviert. Die große Bohnenpflanze ging unter den Hufen des Amtsschimmels zugrunde. Dornröschen erwachte vom Kuss eines Wissenschaftlers und starb an der Injektion, die ihr Ill gab. Und Alice musste etwas aus einer Flasche trinken, das sie so klein machte, dass sie nicht einmal mehr ülkiger und ülkiger schreien konnte. Und man zerschmetterte mit einem Hammerschlag das ganze Land hinter dem Spiegel und den Roten König und die Austern. Er ballte die Fäuste. Herr Gott, wie nah ihm das ging. Er war rot angelaufen und schnappte nach Luft. Mr. Bigelow erstaunte der lange Ausbruch. Er blinzelte und sagte schließlich, »Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Das sind alles nur Namen für mich. Soweit ich sagen kann, war die Verbrennung doch recht sinnvoll.« »Raus!« brüllte Mr. Stendhal. »Sie haben Ihre Arbeit getan? Lassen Sie mich jetzt allein, Sie Idiot!« Mr. Bigelow rief seine Zimmerleute zusammen und verschwand. Mr. Stendhal stand allein vor seinem Haus. »Hört«, sagte er zu den unsichtbaren Raketen, »ich bin zum Mars gekommen, um von euch sauber denkenden Leuten fortzukommen. Aber tagtäglich vermehren sich eure Heerscharen auch hier, wie die Fliegen, die zum verwesenen Fleisch kommen. Also werde ich's euch zeigen. Ich erteile euch eine schöne Lektion für das, was ihr Mr. Poe auf der Erde angetan habt. Von heute an müsst ihr euch vorsehen. Das Haus Usher ist bereit.« Und er schüttelte eine Faust zum Himmel. Die Rakete landete. Federnden Schrittes kam ein Mann heraus. Er betrachtete das Haus und in seinen grauen Augen stand ein missbilligender, beunruhigter Ausdruck. Er überquerte den Graben, der das Haus umgab, und trat vor den kleinen Mann hin. »Heißen Sie Stendhal?« »Ja.« »Mein Name ist Garrett. Ich bin Ermittler der Behörde für ein moralisch sauberes Klima.« »Ah, dann sind Sie vom sauberen Klima also endlich auch zum Mars vorgedrungen. Ich hatte mich schon gefragt, wie lange das noch dauern würde.« »Wir haben letzte Woche die Arbeit aufgenommen und gedenken den Mars in Kürze so zu reinigen wie die Erde.« Der Mann machte mit seinem Ausweis eine gereizte Bewegung zum Haus. »Vielleicht erzählen Sie mir mal etwas darüber, Stendhal.« »Es ist ein Gespensterschloss, wenn Sie so wollen.« »Ich will nicht, Stendhal. Das Wort Gespenster will ich nicht.« »Ganz einfach. Im Jahre unseres Herrn 2005 habe ich ein mechanisches Heiligtum gebaut. Darin schwirren metallene Fledermäuse, die von Elektronenstrahlen gesteuert werden, und Messingratten rasen in Kunststoffkellern herum und weiße Robotskelette tanzen. Robotvampire, Harlekine, Wölfe und weiße Gespenster aus Chemie und Fantasie erschaffen, leben hier.« »Das hatte ich geahnt«, sagte Garrett und lächelte zurückhaltend. »Ich fürchte, wir werden das Ganze einreißen müssen.« »Ich wusste, dass Sie auftauchen würden, sobald Sie erfuhren, was hier vorging.« »Ich wäre schon eher gekommen, aber wir vom sauberen Klima wollten erst Ihre Absichten kennen, ehe wir etwas unternahmen. Wir können die Abwracker und die Feuermannschaft schon zum Abend hier haben. Um Mitternacht ist das ganze Haus bis auf den Keller runter. Mr. Stendhal,
Sie kommen mir ein wenig wie ein Narr vor, Sir. Sie verschwenden schwer verdientes Geld für einen solchen Unsinn. Das Ganze muss sie doch mindestens 3 Millionen Dollar gekostet haben. Sogar 4 Millionen. Aber, Mr. Garrett, ich habe als junger Mann 25 Millionen geerbt und kann es mir wirklich leisten, damit herumzuwerfen. Trotzdem ist es außerordentlich schade, dass Sie, nachdem ich das Haus erst seit einer Stunde fertig habe, schon mit Ihren Abwrackern angerückt kommen. Dürfte ich nicht wenigstens mal mit meinem Spielzeug spielen? Sagen wir 24 Stunden. Sie kennen den Buchstaben des Gesetzes. Es dürfen keine Bücher und Häuser hergestellt werden, die die Existenz von Gespenstern, Vampiren, Feen oder sonstigen Fantasiegeschichten vortäuschen. Sie werden als nächstes noch Babbitts Werke verbrennen. Sie haben uns schon viel Kummer gemacht, Mr. Stendhal. Steht alles in den Unterlagen. Vor 20 Jahren auf der Erde. Sie und Ihre Bibliothek. Ja, ich und meine Bibliothek. Und ein paar andere Männer wie ich. Oh ja, Poe ist schon seit vielen Jahren vergessen. Und Oz und die anderen Wesen. Aber ich hatte mein kleines Versteck. Wir, ein paar Privatleute, hatten unsere Bibliotheken noch zur Verfügung. Bis ihre Männer mit den Flammenwerfern kamen und meine 50.000 Bücher zerrissen und verbrannten. So wie sie auch der Hexennacht vor Allerheiligen einen Pfahl durchs Herz trieben und den Filmproduzenten sagten, dass sie sich an Ernest Hemingway halten müssten, wenn sie unbedingt etwas machen wollten. Himmel, wie oft ist »Wem die Stunde schlägt« verfilmt worden. In 30 verschiedenen Versionen hat's das gegeben und alle waren sie realistisch. Oh ja, der Realismus, Realismus über alles. Der kann mich mal hier und jetzt. Es lohnt sich nicht, verbittert zu sein. Mr. Garrett, Sie müssen doch einen umfassenden Bericht abfassen, nicht wahr? Ja. Dann sollten Sie der Vollständigkeit halber auch mal hereinkommen und sich umsehen. Es dauert nur eine Minute. Gut. Gehen Sie voraus. Und versuchen Sie keine Tricks. Ich bin bewaffnet. Die Tür zum Hause Usher öffnete sich quietschend. Ein feuchter Windhauch fuhr heraus. Ein gewaltiges Seufzen und Stöhnen war zu hören. Ein unterirdischer Atem in verlassenen Katakomben. Eine Ratte huschte über den Steinfußboden. Garrett schrie auf und versetzte ihr einen Tritt. Sie fiel auf den Rücken und aus ihrem Nylonpelz löste sich ein unglaublicher Schwarm metallischer Fliegen. Erstaunlich. Garrett bückte sich interessiert. In einer Nische saß eine alte Hexe und hielt ihre zitternden Hände über einen Satz orange und blau bedruckter Tarotkarten. Sie ließ ihren Kopf herumrucken, zischte Garrett aus zahnlosem Mund an und klopfte auf ihre speckigen Karten. »Tod!« rief sie. »Genau solche Dinge habe ich gemeint«, sagte Garrett. »Bedenklich.« »Sie dürfen sie später persönlich verbrennen.« »Oh, wirklich?« Garrett war angenehm berührt. Dann runzelte er die Stirn. »Ich muss sagen, Sie tragen das alles mit bemerkenswerter Gelassenheit.« Es war genug, dieses Haus überhaupt zu bauen und sagen zu können, dass ich's geschafft habe. Sagen zu können, dass ich in einer modernen, zweifelnden Welt eine mittelalterliche Atmosphäre schaffen konnte. »Ich kann mir nicht helfen,
aber ich hege fast so etwas wie Bewunderung für Ihr Genie, Sir.« Garrett beobachtete eine Nebelwolke, die flüsternd vorbeischwebte und die Gestalt einer wunderschönen, durchsichtigen Frau angenommen hatte. In einem feuchten Korridor arbeitete eine Maschine. Wie Zuckerwatte entströmten ihr die Nebelschwaden und wallten murmelnd durch die stillen Flure. Ein Menschenaffe erschien aus dem Nichts. »Achtung!« rief Garrett. »Keine Angst!« Stendhal tätschelte dem Tier die schwarze Brust. »Ein Roboter. Kupferskelett und so weiter. Wie bei der Hexe. Sehen Sie?« Er teilte den Pelz und der Metallkörper wurde sichtbar. »Ja.« Garrett streckte furchtsam die Hand aus und streichelte das Ding. »Aber warum? Mr. Stendhal, warum das alles? Was hat Sie dazu getrieben?« »Die Bürokratie, Mr. Garrett. Aber ich habe leider keine Zeit zu weiteren Erklärungen. Die Regierung wird die Antworten sowieso schnell genug finden.« Er nickte dem Affen zu. »Also los!« Der Affe tötete Mr. Garrett. »Sind wir bald soweit, Pikes?« Pikes blickte von der Tischplatte auf. »Jawohl, Sir. Ich muss Sie zu Ihrer Arbeit beglückwünschen.« »Dafür werde ich bezahlt, Mr. Stendhal«, sagte Pikes leise, lüpfte das Plastiklid des Roboters und bettete das Glasauge in die Gummimuskeln. »Das wär's.« »Das Ebenbild Mr. Garretts.« »Was machen wir mit ihm, Sir?« Pikes nickte zu der Bahre hinüber, auf der der echte Mr. Garrett ruhte. »Tot.« »Wir sollten ihn verbrennen, Pikes. Wir wollen doch nicht, dass zwei Mr. Garretts herumgeistern, nicht wahr?« Pikes rollte Mr. Garrett zum Verbrenner. »Leben Sie wohl.« Er stieß Mr. Garrett hinein und schlug die Tür zu. Stendhal wandte sich an den Roboter Garrett. »Du hast deine Befehle, Garrett?« »Jawohl, Sir.« Der Roboter richtete sich auf. »Ich soll zum sauberen Klima zurückkehren und einen ergänzenden Bericht beantragen. Die Aktion ist um mindestens 48 Stunden zu verzögern. Angeblich stelle ich noch weitere Ermittlungen an.« »Richtig, Garrett. Auf Wiedersehen.« Der Roboter eilte zu Garretts Rakete, stieg ein und flog davon. Stendhal wandte sich um. »Und jetzt, Pikes, versenden wir die restlichen Einladungen für heute Abend. Wir werden uns herrlich amüsieren. Meinen Sie nicht auch? In Anbetracht der Tatsache, dass wir 20 Jahre darauf warten mussten? Ja.« Sie blinzelten sich zu. 7 Uhr. Stendhal sah auf die Uhr. Es war fast Zeit. Er drehte das Sherryglas in der Hand. Leise setzte er sich. Von den Eichenbalken hoch oben blinzelten Fledermäuse herab und kreischten heiser, ihre empfindlichen Metallkörper unter künstlichem Fleisch verborgen. Er hob sein Glas und prostete ihnen zu. Auf unseren Erfolg! Dann lehnte er sich zurück, schloss die Augen und überdachte noch einmal seinen Plan. Welch ein Hochgenuss auf seine alten Tage! Die Rache an der antiseptischen Regierung für ihren literarischen Terror und Verbrennungswahn. Oh, wie die Wut und der Hass im Laufe der Jahre gewachsen waren. Wie der Plan in seinem betäubten Geist langsam Gestalt annahm, bis zu jenem Tag vor 3 Jahren, da er Pikes kennenlernte. Ah ja, Pikes, den eine Bitterkeit erfüllte,
bodenlos wie ein schwarz zerfressener Brunnen voll grün schillernder Säure. Wer war dieser Pikes? Der größte von allen. Pikes, der Mann mit den 10.000 Gesichtern. Eine Furie, eine Rauchwolke, ein täuschender Nebel, ein weißer Regenschauer, eine Fledermaus, ein Wasserspeier, ein Monstrum, das alles war Pikes. War er besser als Lon Chaney der Ältere? Stendhal überlegte. Nächtelang hatte er Chaney in den uralten Filmen betrachtet. Ja, besser als Chaney war er. Auch besser als jene andere alte Darsteller. Wie hieß er doch gleich? Karloff? Weitaus besser. Lugosi? Kein Vergleich. Nein, es gab nur einen Pikes. Und der war ein Mann, der all seiner Fantasien beraubt worden war, der nirgendswo hin konnte, sich vor niemandem produzieren konnte. Es war ihm sogar untersagt, sich selbst im Spiegel etwas vorzuspielen. Armer, unmöglicher, geschlagener Pikes. Wie muss es für dich gewesen sein, Pikes, in der Nacht, da man dir deine Filme nahm, da man sie wie Gedärme aus dem Projektor zerrte und dir aus dem Leibe riss, da man sie zu wilden Haufen zusammenraffte, um sie in den Ofen zu stecken und zu verbrennen? War es so schlimm wie das Gefühl, 50.000 Bücher zu verlieren, ohne ein Fätzchen dafür zu erhalten? Ja, ja. Stendhal spürte, wie seine Hände kalt wurden in sinnloser Wut. Was war natürlicher, als dass sie eines Tages zusammenkamen und über endlosen Tassen Kaffees in unzählige Mitternächte hinein diskutierten und dass aus all dem Reden und bitteren Ränkeschmieden eines hervorging: das Haus Usher. Eine große Kirchenglocke ertönte. Die Gäste kamen. Lächelnd ging er ihnen entgegen. Voll ausgewachsen und doch ohne Erinnerung, so warteten die Roboter. In Seide, grün wie ein Waldweiher, in Frosch- und farnfarbener Seide warteten sie. Sie hatten sonnengelbes oder sandgelbes Haar und warteten. Geölt lagen sie da, mit Knochen aus bronzenen Röhren, in Galerte gebettet, in Särgen für die Nicht-Toten und Nicht-Lebenden, in Bretterkisten warteten die Metronome auf ihr Startzeichen. Es roch nach Schmiermitteln und geschliffenem Messing. Es war still wie auf einem Friedhof. In Geschlechter aufgeteilt, aber geschlechtslos. Roboter. Mit Namen versehen, doch namenlos. In allen inneren und äußeren Eigenschaften des Menschen, außer der Menschlichkeit. So starrten die Roboter zu den genagelten Deckeln ihrer FOB-Kisten und verharrten in einer Totenstarre, die kein richtiger Tod war, da sie nie ein Leben gekannt hatten. Und plötzlich war überall das Knirschen herausgezogener Nägel zu hören. Deckel wurden angehoben, Schatten lagen über den Kisten und eine Hand drückte Schmieröl aus einer Kanne. Nun wurde eine Uhr in Gang gesetzt. Ein schwaches Ticken. Es folgte eine zweite und eine dritte, bis der ganze Raum ein gewaltiger, surrender Uhrenladen geworden war. Murmelaugen wurden gerollt, Gummilider öffneten sich, Nasenflügel zitterten. Die Roboter, die das Fell von Affen trugen und den weißen Pelz von Kaninchen, erhoben sich. Zwiedeldumm folgte Zwiedeldei, die falsche Suppenschildkröte, Schlafmaus, die Gestalten ertrunkener
aus Salz und Algen bestehend, schwankend. Er hängte mit blauen Hälsen und hochgerollten Augen wie Muschelfleisch, Wesen aus Eis und schimmerndem Flitterwerk, Tonzwerge und agile Elfen. Tic-Tac, Ragadoo, der Nikolaus mit selbstgemachtem Schneehauch, Blaubart mit flammendem Backenbart, Schwefelwolken, aus denen grüne Feuerspitzen hervorstachen. Schließlich kam eine gewaltige, schuppige Serpentine, ein Drache mit einem Hochofenbauch durch die Tür gerollt, mit einem Schreien, Ticken, Blasbalgblasen, Schweigen, Rauschen, Wind. 10.000 Kistendeckel fielen zu. Der Uhrenladen zog ein in das Haus Ascher. Die Nacht war verzaubert. Ein warmer Hauch strich über das Land. Die Gästeraketen landeten. Sie verbrannten den Himmel und ließen den Herbst zu Frühling werden. Männer in Abendkleidung verließen die Raketen und ihre Frauen folgten dicht auf, die Frisuren sorgfältig aufgetürmt. »Das ist also Ascher? Aber wo ist die Tür?« In diesem Augenblick erschien Stendhal. Die Frauen lachten und redeten durcheinander. Mr. Stendhal hob eine Hand, um sie zum Schweigen zu bringen. Er wandte sich um, blickte zu einem hohen Schlossfenster auf und rief, »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter!« Und oben lehnte sich ein wunderschönes Mädchen in den Nachtwind und ließ ihr goldenes Haar herab. Und das Haar faserte auseinander und wurde zu einer Leiter, auf der die Gäste lachend in das Haus stiegen. Welch berühmte Soziologen, welch kluge Psychologen, welch außerordentlich wichtige Politiker, Bakteriologen und Neurologen. Da standen sie, eingeschlossen in den dumpfen Mauern. »Seien Sie herzlich willkommen, Sie alle!« Mr. Tryon, Mr. Owen, Mr. Dunn, Mr. Lang, Mr. Stephen, Mr. Fletcher und 2 Dutzend mehr. »Kommen Sie herein, kommen Sie!« Miss Gibbs, Miss Pope, Miss Churchill, Miss Blunt, Miss Drummond und zahlreiche andere Frauen in strahlender Aufmachung. Wichtige, sehr wichtige Leute waren das, Mitglieder der Gesellschaft zur Verhinderung von Fantasie, Befürworter des Verbots von Hexennacht und Guy Fawkes Tag, Fledermausmörder, Bücherverbrenner, Stützen der Moral. Gute, saubere Bürger, jeder von ihnen. Bürger, die gewartet hatten, bis die toten Marsianer und ihre Städte fortgeräumt und begraben waren, bis die neuen Städte erbaut, die Landstraßen repariert und alles sicher gemacht worden war. Dann erst, nachdem ein großes Maß an Sicherheit erreicht war, kamen die Spielverderber, die Menschen mit Nerven in den Adern und jodfarbenen Augen. Sie kamen, um ihr sauberes Klima zu verbreiten und jedermann ihre Vorstellung des Guten aufzudrängen. Und die waren seine Freunde. Ja, umsichtig hatte er jede dieser Persönlichkeiten im letzten Jahr auf der Erde kennengelernt und sich zum Freund gemacht. »Willkommen in den Landen des Todes«, rief er. »Hallo Stendhal, was soll das alles?« »Sie werden sehen. Ziehen Sie sich um. Sie finden die Kabinen hier drüben. Ziehen Sie die Kostüme an, die darin auf Sie warten. Männer auf dieser Seite, Frauen auf der anderen.« Die Leute sahen sich unsicher an. »Ich weiß nicht, ob wir bleiben sollen«, sagte Miss Pope. »Das alles gefällt mir nicht. Es ist fast wie Blasphemie.« »Unsinn! Ein Kostümball!« »Kommt mir illegal vor«,
Mr. Stephens rümpfte die Nase. »Nun stellen Sie sich nicht so an!« Stendhal lachte. »Vergnügen Sie sich! Morgen ist alles eine Ruine. Gehen Sie in die Kabinen!« Das Haus sprühte vor Farbe und Leben. Harlekine rannten vorbei mit ihren Schellenkappen und weiße Mäuse tanzten winzige Quadrillen zur Musik von Zwergen, die mit ihren winzigen Bögen über winzige Geigen strichen. Und Flaggen flatterten an verkohlten Balken, während dunkle Wolken von Fledermäusen vor Wasserspeiern schwebten, aus denen Wein hervorströmte. Kühler, wilder, schäumender Wein. Ein Bach zog sich durch die sieben Räume des Maskenballs. Man nippte daran und stellte fest, dass es Sherry war. Die Gäste strömten aus den Kabinen, in ein anderes Zeitalter versetzt, die Gesichter hinter Dominos verborgen, wobei schon das Aufsetzen der Maske ihnen das Recht nahm, mit Fantastik und Horror zu hadern. Die Frauen schwebten in roten Kleidern durch die Räume und lachten, die Männer betanzten sie formvollendet. Und an den Wänden lauerten Schatten, deren Ursprung nicht zu erkennen war, und hier und dort hingen Spiegel, die niemanden reflektierten. »Vampire, wir alle!« lachte Mr. Fletcher. »Tot!« Sieben Räume gab es, von verschiedener Farbe. Einer war blau, der nächste purpur, der nächste grün, der nächste orange, dann ein weißer Raum, der sechste war violett und der siebente war mit schwarzem Samt ausgeschlagen. Und im schwarzen Raum stand eine ebenholzschwarze Uhr, die laut die Stunden schlug. Durch all diese Räume eilten die Gäste, nun doch betrunken, und mischten sich unter die mechanischen Fantasiegestalten, mischten sich unter die Haselmäuse und verrückten Hutmacher, die Trolle und Riesen, die schwarzen Katzen und weißen Königinnen, und unter ihren tanzenden Füßen vibrierte der Fußboden im Rhythmus eines gewaltigen, verborgenen, schwatzenden Herzens. »Mr. Stendhal«, ein Flüstern. »Mr. Stendhal«, ein Ungeheuer mit dem Gesicht des Tods erschien an seiner Seite. Es war Pikes. »Ich muss Sie allein sprechen.« »Was ist?« »Hier.« Pikes öffnete seine Skeletthand. Halb zerschmolzene Zahnräder und Bolzen lagen darin. Stendhal betrachtete sie lange. Dann zog er Pikes in einen Korridor. »Garrett?« flüsterte er. Pikes nickte. »Er hat an seiner Stelle einen Roboter geschickt. Ich habe eben erst den Verbrenner gereinigt und dabei das gefunden.« Eine Zeit lang starrten die beiden auf die verhängnisvollen Zahnräder. »Das bedeutet, dass die Polizei jeden Augenblick hier sein kann«, sagte Pikes. »Unser Plan ist hin.« »Ich weiß nicht.« Stendhal warf einen Blick auf die durcheinander wirbelnden, gelb und blau und orange gekleideten Menschen. Die Musik schwebte durch die vernebelten Räume. »Ich hätte ahnen müssen, dass Garrett so klug war, nicht persönlich zu kommen.« »Aber Moment mal. Was ist?« »Nichts. Nichts ist. Garrett hat uns einen Roboter geschickt und wir haben ihm einen zurückgeschickt. Wenn er nicht gerade genau hinschaut, wird er den Austausch gar nicht bemerken.« »Natürlich. Und dann kommt er bestimmt persönlich, nachdem er nun annehmen muss, dass keine Gefahr besteht. Er könnte praktisch jeden Augenblick erscheinen, ne? Höchstpersönlich. Hol mir Wein, Pikes.« Die große Glocke schlug an. »Ich wette mit Ihnen, dass er das schon ist. Gehen Sie und lassen Sie Mr. Garrett herein.«
Rapunzel ließ ihr goldenes Haar herunter. »Mr. Stendhal?« »Mr. Garrett?« »Der echte Mr. Garrett?« »Genau der.« Garrett beäugte die modrigen Wände und das ausgelassene Fest. »Ich dachte, ich sehe mir Ihren Fall mal persönlich an. Auf Roboter kann man sich ja nicht verlassen. Besonders nicht auf die Roboter anderer Leute. Ich habe auch vorsichtshalber gleich die Abwracker bestellt. Sie sind in einer Stunde hier und zerlegen diesen fürchterlichen Laden in seine Einzelteile.« Stendhal verbeugte sich. »Vielen Dank für Ihre Ankündigung.« Er machte eine Handbewegung. »Bis es soweit ist, können Sie unser Schauspiel noch genießen. Etwas Wein?« »Nein, vielen Dank. Was geht hier eigentlich vor? Wie tief kann ein Mensch noch sinken?« »Sehen Sie sich's doch an, Mr. Garrett.« »Mord«, sagte Garrett. »Ein schändlicher Mord«, sagte Stendhal. Eine Frau schrie. Miss Pope rannte herbei. Ihr Gesicht war käseweiß. »Etwas Entsetzliches ist passiert. Ich habe gesehen, wie Miss Blunt von einem Affen erwürgt und einen Schornstein hinaufgezwängt wurde.« Sie blickten hinüber und sahen das lange, gelbe Haar aus dem Rauchfang hängen. Garrett schrie auf. »Entsetzlich«, schluchzte Miss Pope und hörte plötzlich auf zu weinen. Sie blinzelte und wandte sich um. »Miss Blunt?« »Ja«, sagte Miss Blunt, die hinter ihr stand. »Aber ich habe doch eben gesehen, wie sie in den Rauchfang gezwängt wurden.« »Nein«, lachte Miss Blunt, »das war nur ein Roboter mit meinen Zügen. Eine gute Nachbildung.« »Aber, weinen Sie nicht, Schatz. Ich bin heil und gesund. Lassen Sie mich mal sehen.« »Da bin ich ja wirklich. Im Kamin. Wie Sie schon sagten. Ist das nicht lustig?« Und Miss Blunt ging lachend weiter. »Möchten Sie etwas trinken, Garrett?« »Ich glaube schon. Das hat mich doch ziemlich erschüttert. Mein Gott, was für ein Haus. Das verdient es wirklich, eingerissen zu werden. Einen Moment, dachte ich.« Garrett leerte sein Glas. Wieder ertönte ein Schrei. Mr. Steffen wurde von 4 weißen Kaninchen eine Treppe hinabgetragen, die wie durch Zauber im Fußboden erschien. In eine Grube wurde Mr. Steffen geschafft, wo er gefesselt auf die rasiermesserscharfe Klinge eines großen Pendels starrte, das jetzt über ihm blitzte, das immer tiefer sich senkend ausschlug, tiefer, tiefer und seinem misshandelten Körper immer näher kam. »Bin ich das da unten?« fragte Mr. Steffen dicht neben Garrett. Er beugte sich vor. Seltsam, sich selbst sterben zu sehen. Das Pendel vollführte eine letzte Schwingung. »Wie realistisch«, sagte Mr. Steffen und wandte sich ab. »Noch einen Drink, Mr. Garrett?« »Ja, bitte.« »Es dauert nicht mehr lange. Die Abwracker sind ja gleich hier.« »Gott sei Dank.« Und wieder ein Schrei, zum dritten Mal. »Was denn jetzt?« fragte Garrett aufgescheucht. »Ich bin an der Reihe«, sagte Miss Drummond. »Schaut!« Und eine zweite Miss Drummond, eine laut schreiende Miss Drummond, wurde in einen Sarg eingenagelt und in der freigelegten Erde unter dem Fußboden beerdigt. »Also, daran erinnere ich mich«, sagte der Beamte der Moralbehörde atemlos. »Das stammt aus den alten verbotenen Büchern. Das vorzeitige Begräbnis. Und das andere auch.
Grube und Pendel. Und der Affe und der Kamin. Der Doppelmord in der Rue Morgue. Aus einem Buch, das ich verbrannt habe. Ja. Noch einen Drink, Garrett. Na, halten Sie schon Ihr Glas still. Mein Gott, Sie haben vielleicht eine Fantasie. Sie standen da und sahen zu, wie 5 weitere Menschen starben. Einer im Schlund eines Drachens und 4 andere in der Schwärze des Teichs. Würde es Sie interessieren zu sehen, was wir für Sie vorgesehen haben? Fragte Stendhal. Natürlich, sagte Garrett. Kommt's noch darauf an? Wir jagen den Laden sowieso gleich in die Luft. Entsetzlich. Dann kommen Sie mit. Hier entlang. Und er führte Garrett durch den Fußboden in die Tiefe, durch zahlreiche Gänge, über Wendeltreppen, immer tiefer hinab in die Erde, in die Katakomben. »Was wollen Sie mir hier da unten zeigen?« fragte Garrett. »Ihren Tod.« »Eines Doppelgängers.« »Ja.« »Und noch etwas anderes.« »Was denn?« »Den Amontillado«, sagte Stendhal und ging voraus. Dabei hielt er eine helle Laterne hoch. Skelette ragten unter Sargdeckeln hervor, reglos. Garrett hielt sich mit angeekelt verzogenem Gesicht die Nase zu. »Den was?« »Haben Sie noch nie vom Amontillado gehört?« »Nein.« »Erkennen Sie das denn nicht?« Stendhal deutet auf eine Zelle. »Sollte ich das?« »Oder das hier?« Stendhal holte lächelnd eine Maurerkelle unter seinem Umhang hervor. »Was ist das für ein Ding?« »Kommen Sie«, sagte Stendhal. Sie betraten die Zelle. Im Dunkeln legte Stendhal dem halbbetrunkenen Ketten an. »Um Gottes Willen, was machen Sie?« rief Garrett und rasselte mit seinen Fesseln. »Ich übe mich in Ironie. Sie dürfen einen Mann nicht unterbrechen, wenn er gerade ironisch ist. Das wäre nicht höflich.« »Fertig.« »Sie haben mich in Ketten gelegt.« »Na und?« »Was haben Sie vor?« »Ich lasse Sie allein.« »Sie machen Witze.« »Ein guter Witz, ja.« »Wo ist mein Doppelgänger? Sehen wir nicht, wie er umgebracht wird?« »Es gibt keinen Doppelgänger.« »Aber die anderen sind tot. Die da umgebracht wurden, das waren die echten Leute. Die Doppelgänger, die Roboter, standen dabei und sahen zu.« Garrett schwieg. »Jetzt müssen Sie sagen, bei der Liebe Gottes, Montresor«, sagte Stendhal. »Und ich antwortete dann, ja, bei der Liebe Gottes. Sagen Sie mir das? Los, sagen Sie es schon.« »Sie Spinner! Muss ich Sie noch überreden? Sagen Sie es, sagen Sie, bei der Liebe Gottes, Montresor.« »Ich tu's nicht, Sie Idiot. Lassen Sie mich raus!« Er war ernüchtert. »Hier, setzen Sie das auf.« Stendhal warf einen Gegenstand in die Zelle, der beim Auftreffen schepperte und bimmelte. »Was ist das?« »Eine Narrenkappe. Setzen Sie sie auf und ich lasse sie vielleicht frei.« »Stendhal!« »Aufsetzen, habe ich gesagt.« Garrett gehorchte. Die Schellen bimmelten. »Haben Sie nicht das Gefühl, dass das alles schon einmal passiert ist?« fragte Stendhal
und machte sich mit Kelle und Mörtel und Mauersteinen ans Werk. »Was tun Sie da?« »Ich mauere sie ein.« »Da hätten wir schon die erste Reihe. Und jetzt die zweite.« »Sie sind ja verrückt.« »Da widerspreche ich nicht.« »Man wird sie belangen.« Er klopfte gegen einen Stein und setzte ihn summend auf den nassen Mörtel. Jetzt ertönte Trampeln und Klopfen und Schreien aus der dunkler werdenden Zelle. Die Reihen der Steine stiegen höher. »Mehr Trampeln, bitte«, sagte Stendhal. »Wir wollen die Sache doch richtig machen.« »Lassen Sie mich raus! Lassen Sie mich raus!« Eine letzte Lücke klaffte offen. Das Schreien hörte nicht mehr auf. »Garrett«, rief Stendhal leise. Garrett wurde still. »Garrett«, sagte Stendhal, »wissen Sie, warum ich Ihnen das antue?« »Weil Sie Mr. Poes Bücher verbrannt haben, ohne sie wirklich gelesen zu haben. Sie haben sich mit dem Hinweis anderer Leute begnügt, dass sie verbrannt werden müssten. Denn wenn Sie sie gelesen hätten, wäre Ihnen beim Betreten der Zelle sofort klar gewesen, was ich mit Ihnen vorhatte.« »Unkenntnis ist verhängnisvoll, Mr. Garrett.« Garrett schwieg. »Ich möchte die Sache aber ganz perfekt machen«, sagte Stendhal und hielt seine Laterne hoch, deren Licht auf die zusammengesunkene Gestalt fiel. »Läuten Sie leise mit Ihren Schellen.« Die Schellen bimmelten. »Und wenn Sie jetzt bitte sagen würden, bei der Liebe Gottes, mon Trésor, dann lasse ich sie vielleicht raus.« Der Mann hob das Gesicht in das Licht. Er zögerte. Dann sagte er mit verzerrtem Gesicht, »Bei der Liebe Gottes, mon Trésor.« »Ah«, sagte Stendhal mit geschlossenen Augen. Er schob den letzten Stein an seinen Platz und mauerte ihn fest. »Requiescat in pace, lieber Freund!« Hastig verließ er die Katakomben. In den sieben Räumen ließ der mitternächtliche Schlag der Uhr jede Bewegung erstarren. Der rote Tod erschien. Stendhal wandte sich in der Tür um und schaute noch einen Augenblick zu. Dann verließ er im Laufschritt das große Haus und rannte über den Graben zu einem wartenden Hubschrauber. »Fertig, Pikes?« »Fertig.« »Da geht es los.« Lächelnd schauten sie auf das große Haus hinab. Wie von einem Erdbeben geschüttelt, begann es sich in der Mitte zu spalten, und während Stendhal das großartige Schauspiel verfolgte, hörte er Pikes hinter sich mit leiser, betonter Stimme rezitieren. »Mein Geist wankte, als ich jetzt die gewaltigen Mauern auseinanderbersten sah. Es folgte ein langes, tosendes Krachen wie das Getöse von tausend Wasserfällen, und der tiefe und schwarze Teich zu meinen Füßen schloss sich finster und schweigend über den Trümmern des Hauses Ascher.« Der Hubschrauber stieg über dem dampfenden Teich auf und flog nach Westen.